Ja, moin Leute. Das riesige Ding hier ist das Samsung Galaxy Note 3. Und man sieht auf den ersten Blick, dass es ein Note ist. Ein riesiger, aber wirklich riesiger AMOLED-Bildschirm. Insgesamt ein großes Telefon aus der Reihe der Phablets und ein Stift. Das sind die Merkmale der Note-Reihe und die kommen hier im Note 3 auch wieder ganz durch. Die Leute, die ich kenne und die ein Note besitzen, meinen immer, man gewöhne sich an die Größe und sie lieben ihr Note. Samsung hat mit dem Note 3 nun die dritte Generation dieser Reihe hervorgebracht und ob das Note 3 dem Druck der hohen Erwartungen nach dem sehr hoch gepriesenen Note 2 widerstehen kann, das will ich mit diesem Video vermitteln. Nun, das Telefon ist riesig. Das war bei den Notes aber noch nie anders, aber für die meisten Menschen wird es ein Phablet sein, also ein zweihändig zu bedienendes Gerät. Das liegt einfach an der enormen Größe. Das Ding ist zwar leichter und dünner gegenüber dem Note 2, dem Vorgänger, aber die Gerätegröße an sich ist fast identisch geblieben. Dafür ist das Display gewachsen. Die Auflösung von 720p zu 1080p und die Größe von 5,5 zu 5,7 Zoll. Es ist immer noch ein super AMOLED-Display und wahrscheinlich eines der besten Displays, was man derzeit bekommen kann. Trotz der gleichen Größe finde ich, dass sich das Note 3 an sich deutlich angenehmer halten lässt als der Vorgänger. Das Button-Design ist auch total Samsung-typisch mit dem bekannten Home-Button, dem Zurück-Button und dem Menü-Button auf der Front. Der Power-Button schmückt die rechte und die für meinen Geschmack etwas zu hoch geratene Lautstärke-Wippe die linke Seite. Brandneu ist übrigens auch der rückwärtig kompatible USB 3.0 Anschluss, der über den mitgelieferten, aber unglaublich hässlichen neuen Stecker funktioniert. Das Note 3 ist das erste Handy überhaupt, welches USB 3.0 unterstützt und das bringt schnellere Übertragung von Daten und kürzere Ladezeiten mit sich. Und dann ist da die Rückseite im neuen Look. Leder. Naja, zumindest dachte das jeder auf der Vorstellung auf der IFA. Ich persönlich hatte mich schon gefreut, aber am Ende stellt sich doch heraus, die Rückseite ist mit einer Textur versehen, die aussieht wie Leder, sich anfühlen soll wie Leder, aber eigentlich Plastik ist und sich auch so anfühlt. Versteht mich nicht falsch, es ist ein deutlicher Fortschritt gegenüber dem S4 und dem Note 2, aber die Textur ist nur ein Gimmick. Wie auch immer, ich bin trotzdem ganz zufrieden damit. Es wirkt auf jeden Fall deutlich griffiger und vor allem besser verarbeitet als eine glatte, rutschige S4-Rückseite. Wie immer bei den Plastikbombern der Samsung Galaxy-Reihe ist das Backcover abnehmbar, das sonst den SIM- und Speicherkartenschacht verdeckt, die Kamera einschließt, zu der ich später noch komme und natürlich den absolut gigantischen Akku aus dem Sichtfeld nimmt. Ich habe es einfach nicht geschafft, das Ding leer zu bekommen. Der Akku ist einfach einer der Hauptgründe, sich das Note 3 zuzulegen. Es sollte kein Problem sein, bei normalem Nutzungsverhalten 2 Tage ohne Laden auszukommen. 3200 mAh brauchen natürlich auch einige Zeit zum Laden. Dank USB 3.0 geht das aber auch flott über die Bühne. Betrieben wird die dritte Generation Note von einem Snapdragon 800 Prozessor in der LTE-Version, die übrigens alle, und das wiederhole ich nochmal, alle auf der Welt vorkommenden LTE-Frequenzen unterstützt oder einem Exynos Octa 5, einem 8-Kern-Prozessor in der Version ohne LTE. Wie man vom Papier erwartet, ist das Note 3 ein Monster. Es rennt durch den Tag, macht alles, was man ihm vorwirft. Sitz, Platz und Stöckchen holen. Naja, den Stift gibt's ja wirklich. Spiele und Multitasking sind kein Problem und haben auf dem großen Bildschirm ja auch mehr als genug Platz. Das Note 3 kommt mit Android 4.3 und deswegen auch mit Trim. Das sollte also heißen, dass die Geschwindigkeit auch noch für eine Weile konstant beibehalten werden sollte. Kommen wir mal zum bereits angesprochenen Stöckchen, dem Note Stylus. Merkmal der Note-Reihe und inzwischen ist es egal, wie rum man den einsteckt. Es ist möglich, wie auch immer man sich das vorstellt, ob nach oben oder nach unten ausgerichtet. Wie auch der Vorgänger besitzt er einen einzigen Knopf und das war's, was man dazu sagen kann. Wenn man ihn aus dem Note entfernt, egal ob das Gerät verriegelt ist oder nicht, öffnet sich ein kleines Menü. Und da sind wir wieder. Samsungs TouchWiz. Entweder geliebt oder gehasst, vollgepackt mit Features, ob nützlich oder sinnlos, das muss jeder selbst entscheiden. Der ganze Spaß basiert, wie bereits gesagt, auf Android 4.3 Jelly Bean. Die Bedienung ist entsprechend flüssig, obwohl auch hier TouchWiz es schafft, dem Biest einen Paruckler unterzujubeln. Was eigentlich schon ziemlich traurig ist. Zum Trost hat Samsung so jede ziemlich vorstellbare Funktion eingebaut, die einem einfallen könnte. Irgendeine davon wird schon jeder wollen und das Telefon kaufen. Das ist die Strategie. Naja, zugegeben, es gibt ein paar echt gut durchdachte Funktionen. Ich liebe die Schnelleinstellungsleiste, ob als Leiste oder auch ausgeklappt. Ich liebe die Möglichkeit des S-Pens zum richtigen handschriftlichen Schreiben, auch wenn mich das immer ein bisschen daran erinnert, ein Paket zu bekommen und unterschreiben zu müssen. Eine Sache, die mich aber noch ganz extrem am Stylus und dessen Funktionen nervt, ist, dass man, wenn man richtig mit dem Display interagieren will und nicht nur AirView verwenden will, den Stift etwas aufdrücken muss.
Und das ist erstens extrem unangenehm für das Handgelenk auf längere Zeit und zweitens total ungewohnt, weil es mit den kapazitiven Touchscreens mit dem Finger eigentlich der Vergangenheit angehörte. Und an dieser Stelle ist noch Platz nach oben für das nächste Note. AirView existiert natürlich auch wieder wie beim S4. Aber man benötigt dafür einen Stift. Eigentlich schade, ich mochte die Möglichkeit, das auch mit dem Finger zu tun. Samsung hat sich aber auch eine Menge Möglichkeiten des Stifteinsatzes ausgedacht, darunter die Idee, Fenster zu zeichnen, in denen dann Apps laufen, während man noch mit dem Hintergrund arbeiten kann. Eigentlich ziemlich cool die Idee. Multitasking auf dem Note 3 ist aber sowieso der Oberhammer. Multi-Window wird mit jedem TouchWiz-Update besser und inzwischen kann man Multitasking-ception betreiben. Multitasking im Multitasking-Fenster, während man darüber eine App im Fenster laufen lassen kann. Wow! Samsung bietet auch eine Flipboard-ähnliche News-Lese-App an. Konkurrenz für Blinkfeed auf den HTC-Geräten unter Sense und kann den sogar schlagen, an der man sehr gut die durch TouchWiz integrierte Vollbild-App-Optimierung sehen kann. Und das alles passiert auf dem 5,7 Zoll Super AMOLED-Display. Das Ding ist nebenbei bemerkt kein Pentel-Display und ziemlich hell. Außerdem typisch für AMOLED extremst kontrastreich und die Farben sind sehr intensiv. Man muss es mögen, aber man gewöhnt sich auch dran. Sehr praktisch im Alltag ist es aber auch für die Kamera, denn der komplette Bildschirm ist Sucher. 13 Megapixel besitzen die geschossenen Fotos und die sind sehr scharf und detailreich. Die Software arbeitet zuverlässig und auch bei dunkleren Umgebungen sind die Bilder noch verwendbar. Allerdings zeigt die Kamera dort ein paar Schwächen, die Farbintensität ist sehr angenehm und insgesamt ist es eine der besten Kameras, mit der man telefonieren kann, die ich kenne. Sehr krass krank ist auch der Videomodus. 60 Bilder bei 1080p oder wahlweise 30 Bilder pro Sekunde bei 4K Video. Damit ist es eines der ersten Smartphones in Deutschland oder besser gesagt das erste Smartphone in Deutschland, was 4K aufnehmen kann. Das Moto X kann auch schon 4K aufnehmen, aber das gibt es bisher nicht in Deutschland. Ich frage mich nur, mit wem man 4K teilen soll. Naja, im Prinzip ist es die gleiche Kamera wie die des S4s, aber verarbeitet die Bilder besser. Ich frage mich, ob dieses Update mit dem 4.3 TouchWiz Update auch den Weg auf das S4 findet. Das Einzige, was mir hier fehlt, wäre ein optischer Bildstabilisator. Vielleicht im nächsten Note. Schauen wir mal. Alles in allem ist das Note 3 ein Phablet ohne wirkliche Konkurrenz. Es führt seine eigene Bestenliste an, weil es einfach kein anderes Gerät gibt, was in dieser Kategorie existiert, was wirklich Konkurrenz sein könnte. Okay, es gibt das Sony Xperia Z Ultra, das mit 6,4 Zoll, aber eigentlich schon mehr Tablet als Phablet ist. Und warum entscheide ich mich für das Note 3? Naja, wegen des Displays, was so geil ist, wegen des Stiftes oder wegen der unglaublichen Akkulaufzeit. Naja, oder wegen der Kamera. Es ist Fakt, das Note 3 ist einfach ein Alleskönner. Durchdacht, schnell, lange benutzbar und so weiter. Es ist nicht perfekt, die Größe, die Framerate-Probleme im System, ausgelöst durch TouchWiz oder die Einstellungs-App sind nur zwei Beispiele dafür. Aber es ist einfach ziemlich gut in allem, was es kann und wer sich für ein Note 3 entscheidet, wird sicher nicht enttäuscht sein. Und das ist es. Das ist das Samsung Galaxy Note 3 Review. Ich danke euch fürs Zusehen und wenn es euch gefallen hat, dann zeigt es mir mit einer Bewertung oder mit einem Kommentar, was ich als nächstes zeigen soll. Es kommt noch sehr, sehr viel, also ihr könnt euch noch freuen. Ich habe den ganzen Schrank hier hinter mir voll mit Sachen, die noch gezeigt werden wollen. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein, also abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Also macht's gut. Ciao.